Yeah. PM International. Heute machen und ich kann euch jetzt schon ganz am Anfang sagen, Leute, ich bin sehr, sehr, sehr nervös. Was wir heute nämlich vorhaben, ist nämlich wirklich gigantisch. Also ihr könnt euch da unglaublich auf etwas freuen. Das wird eine Sensation. Also ganz am Schluss werden wir das Geheimnis dann lüften. Wer will da noch ganz dazu sagen? Und mich freut euch heute durch dieses Friday Night Kickoff nämlich euch durchzuführen. Und ihr könnt jetzt mal raten, wo ich derzeit bin. Also ihr dürft gerne in den Chat hineinschreiben, in welchem Ort dass ich derzeit bin, wo ich mich derzeit befinde. Schreibt es mal kurz in den Chat hinein, dann werde ich das Geheimnis auch kurz lüften. Ja, schauen wir da. Ja, DSD. Oh, Speyer, yes. Also meine Damen und Herren, ich befinde mich derzeit in Headquarter in Speyer. Wir haben heute da einige Dinge nämlich für unsere Zukunft des Teams nämlich auch regeln dürfen und auch wirklich gemacht. Und darum haben wir heute auch gleich die Zeit genutzt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir das auch hier. Und freue mich nämlich wirklich drauf. Also ich bin jetzt gerade in Sascha Gamper sein Büro, den habe ich in den Keller verbracht. Der sitzt derzeit unten und ich mache heute hier das Friday Night Kickoff. Ja, kurz mal erklärt, was will ich heute ein bisschen mitgeben. Wir werden heute unter anderem die Top 25 unseres Teams ehren. Wir werden unter anderem ganz viele Neuigkeiten hören. Und ja, am Schluss werden wir einfach etwas vorstellen, an dem ich wirklich schon längere Zeit jetzt wirklich geplant und auch gearbeitet habe, das ich euch heute wirklich auch zeigen will. Also da will ich nicht zu viel erklären. Und dann werden wir heute einen Throwback machen. Was ist dieses Jahr alles passiert? Und ja, also ich freue mich schon richtig drauf und darum werden wir einfach jetzt gleich losstarten. Also jetzt nochmal herzlich willkommen, 305 Teilnehmer. Ich bin absolut begeistert, das ist sensationell. Ich hoffe, man sieht mich auch gut, das ist ganz wichtig, weil wir haben hier echt das Beste des Internets jetzt versucht zu bekommen. Also darum, wenn da mal 1, 2, 3 kleine Aussetzer drin sind, dürft's mir nicht böse sein. So, starten wir los. Also was will ich euch heute mitgeben? Ich möchte mich mit diesem Friday Night Kickoff nämlich bei euch bedanken. Ich möchte mich bei verschiedensten Führungskräften dann am Anschluss noch bedanken, aber ganz besonders wirklich bei euch allen. Wir haben, ihr müsst euch das mal vorstellen, wirklich hier so viel geleistet dieses Jahr. Wir haben unter anderem, es war unglaublich, wir haben so viel, ich kann es gar nicht sagen, also ich bin absolut sprachlos, was dieses Jahr nämlich wirklich alles passiert ist. Und jetzt ist mir nur kurz ein kleiner Fehler passiert. Ihr habt gerade, ja, jetzt geht's. Also, sorry. Also, ich bin selber so nervös, dass mir jetzt sogar Fehler passiert ist. Ich sehe nämlich jetzt gerade die Teilnehmer nicht. Also, drum, schauen wir kurz. Teilnehmer, jetzt nur kurz. Schauen wir. Einblenden. Ja, schauen wir kurz. So. Also, jetzt, also, ich sehe jetzt kurz die Teilnehmer nicht, aber egal. Ich mache es trotzdem, ich gehe einfach so durch, ich sehe jetzt leider eure Gesichter nicht, ich weiß jetzt gerade, was es hat, aber ich werde jetzt einfach weitermachen. Ja, kurz zu unserem Friday Night Kickoff. Also nochmal kurz erklärt, wir werden heute die Ehrung der Top 25 von einem Throwback werden, wir haben Neuigkeiten 2021 im Teamwettbewerb. Warum wir dieses Kickoff eigentlich machen, ist einfach ein ganz spezieller Grund. Ich will mich bei euch wirklich bedanken. Ich will mich bei euch aus verschiedensten Gründen bedanken, da wir letztes Jahr Unglaubliches erreicht haben. Wir haben absolut Rekorde gebrochen. Wir sind das erste Champions League Team jetzt in Österreich dabei, wo ich richtig, richtig stolz bin. Wir haben jetzt im Dezember unter anderem auch wirklich viel, viel erreicht. Wir haben unglaubliche viele neue Ehrungen, aber da werden wir dann später nochmal dazukommen. Was ich euch jetzt gleich am Anfang zeigen will, ist nämlich jetzt gleich, starten wir los, nämlich mit unserer ersten Folie, nämlich unserer Top 25. Nämlich Team Bruckner, die Top 25 im Dezember. Und da möchte ich wirklich jeden Einzelnen gratulieren, der es hier raufgeschafft hat, der was das geschafft hat. Es ist eine Faszination. Ich bin absolut begeistert. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch. Sieht man das? Also ich sehe euch jetzt gerade nicht. Schauen wir kurz. Könnt mal kurz mal reinschreiben? Sieht so nicht so aus. Okay. Ah, sorry. Ich muss das jetzt irgendwie versuchen, dass ich das... Ah, jetzt habe ich es, Videopanel-Anzeige, so, jetzt habe ich es, danke. Also, wir haben hier, ihr seht es, die Top 25, unglaublich, wir haben hier ganz viele neue Stufen auch wirklich geschafft. Wir haben
unter anderem auch hier Unglaubliches geschafft, wie zum Beispiel auch, jetzt passt es, also, ja, jetzt haben wir es alle drauf, super. Also jetzt haben wir es. Sorry. Also ich bin nur gerade so nervös, dass es echt unglaublich ist, weil ich weiß auch, was ich jetzt schon am Schluss damit erklären werde. Ja, nochmal jeden einzelnen herzlichen Glückwunsch. Ihr seht es hier beispielsweise auf Platz 25, Wiederkreuz, Bettina Dobler auf Platz 24, Isabel und Frank Niklas auf Platz 23, Herbert Krawitnik auf Platz 22, Gudrun Kontrus auf Platz 21, Alexandra Aumeier ganz neu eingezogen auf Platz 20, Claudia Stelznieder auf Platz 19, Katrin Kimblitz 18, ihr seht es hier, Tina Lind 17, Manuela Schmanninger 16, Verena Höllinger 15, Martin Aumeier 14, Sabine Hintersteiner neu qualifiziert 13, Katrin Maringer 12, Sabine Schneider 11, Ewald und Sonja Huckmann 10, Sabine Almeida Enzenhofer auf Platz 9, Sonja Brunner auf Platz 8, Philipp Steinberger neu qualifiziert auch, genauso wie die Sonja Brunner, aber das sehen wir dann nachher. Marianne Schmidt-Lechner auf Platz 6, auch neu qualifiziert, Anke Manfred Nimmrichter, die auf Platz 5, Vanelia Brunner auf Platz 4, Miguel Simber auf Platz 3, Petra Blank hier auf Platz 2 und Doris Rieger hier auf den sensationellen Platz 1. Das ist es, was das Teamergebnis war, jetzt im Dezember, was wir gemeinsam geschafft haben, und ich bin absolut begeistert, weil es eine unglaubliche Leistung war. Was hier genau passiert ist, was wir genau gemacht haben, was alles genau passiert ist, das will ich euch nicht jetzt alles erklären, sondern ich möchte euch eine kleine Überraschung geben. Ihr habt einfach überlegt, lassen wir jetzt nicht nur einen Monat Revue passieren, lassen wir gemeinsam jetzt einfach mal ein ganzes Jahr Revue passieren. Ihr habt mal überlegt, was machen wir? Wir zeigen euch einfach mal kurz her, was wir letztes Jahr alles gemacht haben, und darum werden wir gemeinsam jetzt einfach starten mit einem kurzen Video, und ich hoffe, man sieht das jetzt. Schauen wir mal kurz, ich habe nebenbei den Yes, und jetzt schauen wir, dass das auch funktioniert, und darum viel Spaß jetzt beim Video, und wir schauen uns jetzt gemeinsam dieses Video an. Herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick 2020. In dieser schweren Zeit konnten wir gemeinsam als Team Großartiges erreichen und Rekorde brechen. Lasst uns gemeinsam voller Stolz auf das Jahr 2020 zurückblicken. Im Jänner veranstalteten wir das größte Live-Kick-Off-Event mit über 500 aktiven Partnern und erzielten einen Umsatz von 510.000 Euro. Außerdem durften wir Sonja und Ewald Hubmann als Executive Vice President ehren. Herzlichen Glückwunsch! Im Februar erzielten wir gemeinsam einen Umsatz von 540.000 Euro, hatten so viele Neuregistrierungen wie nie zuvor und hatten erstmals über 3.000 aktive Produktnutzer. Außerdem durften wir Cornelia Brunner als neue Vice-Präsidentin ehren. Im März reisten wir gemeinsam nach Bali, veröffentlichten unsere erste Online-Business-Akademie und erzielten einen Umsatz von über 608.000 Euro. Wir durften zwei neue International Marketing Manager ehren, während Michael Simbürger der Einzug ins Präsidententeam gelang. Im April schrieben wir gemeinsam einen Umsatz von 612.000 Euro, erweiterten unseren Fuhrpark um 12 brandneue Autos, erzielten einen Rekord an neuen Kunden und durften zwei neue International Marketing Manager sowie Katrin Maringer als neue Vice-Präsidentin ehren. Glückwunsch zu dieser großartigen Leistung. Im Mai machten wir erstmals über 800.000 Euro Umsatz und zählen seitdem mit Abstand zum besten Team in Österreich. In diesem Monat schrieben wir so viele neue Karrierestufen wie noch nie. Insgesamt 9 International Marketing Manager, 3 neue Vice Presidents, Tina Lind, Katrin Kienbichel und Gudrun Kontrus, sowie 5 neue Executive Vice Presidents, Cornelia Brunner, Sabine Schneider, Katrin Maringer, Sabine Almeida Enzenhofer und Verena Oehlinger. Weiteres freuten wir uns über eine neue Person im Silber-Präsidententeam. Doris Riegler, wir sind stolz auf dich. Im Juni erzielten wir einen Umsatz von 681.000 Euro,
In Tschechien fand unser erstes Manager-Training mit über 30 qualifizierten Manager statt und wir durften 3 neue International Marketing Manager sowie Philipp Steinberger als neuen Executive Vice President ehren. Im Juli fanden die meisten Teamtrainings in unserer Geschichte statt, was zu einem Umsatz von über 705.000 Euro und zu 2 neuen International Marketing Managern führte. Im August hatten wir erstmals über 1.000 Menschen in unserem wöchentlichen Montagscall, über 4.000 aktive Produktnutzer und freuten uns über 7 neue International Marketing Manager bei einem Umsatz von 792.000 Euro. Im September erreichten wir gemeinsam Rekordteilnehmer bei unseren Geschäftspräsentationen und erzielten einen Umsatz von 807.000 Euro. Weiteres durften wir 3 neue International Marketing Manager sowie Martin Aumeier als neuen Vice President ehren. Im Oktober erzielten wir gemeinsam einen Umsatz von 808.000 Euro und erreichten erstmals über 100.000 Menschen in unserer Facebook-Gruppe. Im November erreichten wir als Team 816.000 Euro Umsatz und registrierten einen Allzeithoch von knapp 809 Personen. Wir durften 3 neue International Marketing Manager sowie Michael Havel als neuen Vice Presidenten begrüßen. Wir haben es geschafft, 4.500 dauerhafte Produktnutzer im Team zu haben. Der Dezember war unser absoluter Rekordmonat. Plus 73% in der Registrierung zum Vorjahr, plus 72% im Abo-Wachstum zum Vorjahr und plus 108% Umsatz zum Vorjahr. Wir konnten insgesamt die meisten Qualifikationen verschreiben mit insgesamt 208 neuen Stufen, darunter 15 neue International Marketing Manager, 3 neue Vice Presidents, Claudia Stelzeneder, Herbert Karnick und Alexandra Aumeier. 3 neue Executive Vice Presidents. Sabine Hintersteiner. Martin Aumeier. Und Sonja Brunner-Käferböck. Gratulation an die 3 neuen Personen, die ins Präsidententeam eingezogen sind. Cornelia Brunner. Marianne Schmidt-Lechner. Und Philipp Steinberger. Wir haben zum ersten Mal die 1 Million Schallmauer durchbrochen und gehören jetzt zu einem der absolut erfolgreichsten Teams weltweit an. Insgesamt konnten wir als Team einen Jahresumsatz von über 8.870.000 Euro erzielen und über 9.000 neue Kunden und Partner gewinnen und haben einen Wachstum von unglaublichen 105% im Vergleich zum Vorjahr hingelegt. Wir haben knapp 30 brandneue Firmenautos übergeben und waren mit über 100 Führungskräften auf Europa-Tour. Zusammengefasst blicken wir auf ein enorm erfolgreiches Jahr 2020 zurück und wir können voller Stolz das Jahr 2021 in Angriff nehmen und die nächsten Meilensteine erreichen und erneut Rekorde brechen. Ja, wie hat euch dieses Video gefallen? Also ich bin absolut begeistert, weil dieses Video einfach unglaublich ist. Also ihr habt es jetzt gerade gesehen, also ich bin absolut begeistert, weil das Video spiegelt einfach unseren Erfolg wider. Wir haben einen absoluten Rekord gebrochen. Also wir haben als Team Dinge geschafft, die mir so absolut die unvorstellbar waren. Ihr müsst euch mal überlegen, wir sind im Jänner mit einem Umsatz gestartet mit 510.000 Euro Umsatz als gesamtes Team und haben dann im Dezember jetzt abgeschlossen mit 1,1 Millionen. Das heißt, wir haben wirklich hier über 100% zugelegt und das innerhalb von einem Jahr. Ich bin absolut begeistert und ihr habt es auch gesehen, so viele neue Stufen. Ich wollte einfach mit diesem Video meine Dankbarkeit an euch einfach ausdrücken, weil jeden Einzelnen zu ehren, das wäre einfach so unglaublich gewesen. Wir haben über 208 Ehrungen gehabt, aber für mich ganz, ganz, ganz wichtig ist das, wir haben auch wirklich hier ganz viele neue Qualifikationen im Executive Vice President, Vice Presidenten, 15 IMM allein im Dezember. Wir haben über 30 Autos übergeben und das sind einfach Zahlen, die für sich sprechen. Wie ich damals begonnen habe bei der Firma, hat die gesamte BM Österreich einen Umsatz gemacht
von circa 800.000 und den haben wir jetzt bereits nach 7 Jahren als alleiniges Team wirklich geschlagen und da bin ich richtig, richtig stolz auf jeden Einzelnen. Für mich einfach faszinierend, wir haben es im Dezember geschafft, 3 neue Präsidenten zu ehren und da will ich euch wirklich nochmal wirklich meinen größten Respekt aussprechen, also Cornelia Brunner, neuen Präsidentsteam, natürlich Marianne Schmidt-Lechner im neuen Präsidentsteam und natürlich Philipp Steinberg im neuen Präsidentsteam, also ich bin absolut stolz auf jeden Einzelnen und wir haben hier einfach eine Teamleistung hingelegt, die einfach dazu geführt hat, dass wir hier absolut einen Rekord gebrochen haben. Also wir haben, ich habe schon so viel gehört halt hier in Speyer, wo die Leute einfach auf unser Team aufblicken, was wir hier machen also als Teamleistung. Ich muss halt überlegen, 9.000 neue Kunden und Teampartner. Das ist eine Dimension, die wir jetzt erreicht haben, die ist einfach faszinierend. Und was blicken wir noch zurück? Wir blicken hier auf ein Rekordjahr zurück, 2020, was aber bedeutet, dass aber 2020 ein Jahr war, wo viele eigentlich Tiefschläge hatten, wo wir einfach hier einfach Größe bewiesen haben, egal welche Krise das kommt, zeigen wir als Team, dass wir vorangehen und da bin ich so richtig stolz. Wir haben eins geschafft, dass wir trotz der Distanz, die wir derzeit haben, ganzen Jahre zusammengefunden haben. Wir haben viele, viele neue Sachen eingeführt dieses Jahr, wie beispielsweise den Montagscall. Der Montagscall war unglaublich, da ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben dienstags, donnerstags die Geschäftspräsentationen plus Produktpräsentationen eingeführt. Wir haben interne Teampräsentationen eingeführt und konstant jeden ersten Samstag im Monat hier das Manager-Training eingeführt, was dazu geführt hat, dass wir auch hier auch so viele neue Sales-Manager, Marketing-Manager, IMMs einfach wirklich auch bekommen haben, weil einfach hier die Duplikation entstanden ist. Und wenn man jetzt so auf das Jahr wiederum zurückblickt, dann denken wir eigentlich an ein Jahr mit richtig viel Freude zurück, weil wir es einfach geschafft haben, einfach vielen Menschen hier auch einen Plan B zu ermöglichen. Wir haben es geschafft, über 9.000 Menschen auch mehr Lebensqualität zu geben. Überlegt euch das mal, jeder von uns da hier im Team hat da Unglaubliches erreicht und darum bin ich richtig, richtig stolz. Ich habe immer wieder Gänsehaut, ich habe das Video jetzt glaube ich schon 15 Mal gesehen, ich habe so Gänsehaut gehabt, das ist so ein geniales Video, weil man hier einfach glücklich sagen kann, wir haben hier dieses Jahr definitiv Geschichte geschrieben. Wir gehören zu den wenigen Teams hier in der gesamten PM-Gruppe, die so gewachsen sind wie wir und darum einen riesengroßen Respekt an euch alle, einen riesengroßen Respekt an alle Führungskräfte und jetzt möchte ich auch einmal ganz, ganz klar sagen, danke auch an verschiedenste Führungskräfte, aber besonders möchte ich hier einmal hervorheben, nämlich 2 Führungskräfte, die es geschafft haben, mich nämlich strukturiert zu machen und das ist nämlich unter anderem die Doris Riegler, die sehr viele Stunden nämlich mit mir dieses Jahr verbracht hat, wo sie einfach gesagt hat, ja Jürgen, wir müssen das wieder anders machen und der zweite im Bunde ist natürlich auch der Michael Siebenberger und wo unser Turbo dann entstanden ist, war nämlich das Mastermind-Programm. Dieses hat ausgelöst, dass wir hier diese Rekordregistrierungszahlen nämlich wirklich geschafft haben, weil wir müssen gar nichts überlegen, wir liegen jetzt bereits, ich habe jetzt gar nicht heute in die Zahlen geschaut, aber gestern war es mit über 70% in der Registrierung zum Vormonat, obwohl wir Vormonat den Rekordmonat gehabt haben. Und darum weiß ich, dass wir definitiv alles richtig machen. Ihr, Alter, wenn du neu bist hier, du bist am besten Ort jetzt wirklich im besten Team überhaupt zu starten und darum riesengroßen Respekt auch an alle Neuen. Ja, was will ich euch jetzt noch ein bisschen zeigen? Wir haben hier einfach nochmal die Top 25 für Dezember, die sensationell war. Was ich aber jetzt noch ein bisschen näher zeigen möchte, ist einfach hier, zeige euch kurz, ich muss nur schnell nebenbei, ja, jetzt haben wir es wieder. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist nämlich, ich möchte jetzt wirklich mit diesem Call mein herzliches Dankeschön aussprechen, weil ich bin sehr demütig, wenn ich mir immer wieder anschaue, dass ich als Führungskraft trotz meiner 27 Jahren euch einfach hier immer wieder das Ganze auch vorleben kann. Und das ist das, was mir sowas von unglaublich auch, ihr gebt mir eigentlich die Stärke zurück, dass wir einfach hier nach vorne marschieren. Und da möchte ich mich bei euch wirklich mal von ganzem Herzen bedanken, dass ihr mir auch das Vertrauen immer wieder schenkt, wenn wir mit neuen Ideen kommen, wenn wir mit neuen Inspirationen kommen, dass ihr immer da gleich als Führungskräfte, als Teammitglieder hier einfach eins zu eins das umsetzt und das einfach dann verwirklicht. Und da möchte ich herzlichen Dank sagen an euch alle. Es ist einfach unglaublich.
Was ich jetzt noch vorhabe mit euch ist nämlich eines, ich möchte euch jetzt ganz was anderes vorstellen. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam nämlich Personen ehren, die es geschafft haben, konstant erfolgreich zu werden. Weil das ist das, was ich wirklich heute ehren will. Michael in seiner Hilfe, der hat mir einen 12-Monats-Ranking gemacht. Das heißt, wo ich ganz genau schauen kann, wo liegst du als Führungskraft in 12-Monats-Ranking? Das heißt, wo befindest du dich in 12-Monats-Ranking? Und das möchte ich euch jetzt ein bisschen zeigen. Und darum fangen wir einfach einmal an mit Platz 25. Ich möchte wirklich hier Danke sagen. Im 12-Monats-Ranking werden verschiedenste Dinge gerechnet. Das heißt, wer stabil hier von Umsatz ist, wer stabil hier von der Stufe ist. Und da möchte ich dir gratulieren, Sieglinde, Platz 25 in unserem Team im 12-Monats-Ranking konstant. Hier wirklich hohe Umsätze, ein riesengroßes Team auch. Und darum herzlichen Dank. Platz 24, Waltraud Schneider. Sensationell, wir haben sich die Zahlen angeschaut. Es ist unglaublich. Also, was du dieses Jahr auch geleistet hast. Platz 23 eingezogen in die Top 25, in die 12-Monats-Ranking aus Tschechien. Die ersten Vice-Präsidenten aus Tschechien. Hier gehört nämlich ein Sonderapplaus. Was die dieses Jahr geleistet haben, ist nämlich wirklich Führungsqualität pur. Die haben ein Land jetzt geöffnet, was absolut noch keine Infrastruktur mit PM hat. Und darum, da bin ich richtig stolz, dass die jetzt so vorangehen. Die sind auf dem Weg zum EVP. Darum einen riesengroßen Respekt auch hier gerade aus Tschechien. Unglaublich, also sensationell. Platz 23. Platz 22, eine unserer Durchstarterinnen dieses Jahr, Tina Lind, die wirklich, ihr müsst ja starten, sie ist in dieser Zeit, wo wir einfach ohne BAs gelebt haben, gestartet und hat bewiesen, dass das Geschäft auch von zu Hause online funktioniert. Also nochmal einen riesengroßen Respekt, Tina. Platz 22 bei uns in Top 25 Ranking. Platz 21, Gudrun Kontros, konstant wirklich am Sponsern, konstant am Aufbau, konstant hier unter anderem auch in der Entwicklung der Führungskräfte. Das bestätigt hier deinen 21. Platz. Riesengroßen Respekt. Ganz ein neuer Durchstarter, Martin Ohrmeier. Also unglaublich, welche Zahlen du mit deinem Team derzeit wirklich hervorbringst. Also jetzt gerade neu qualifiziert, unter anderem auch hier im EVP-Team. Also jetzt im Dezember, riesengroßen Respekt. Hier zeigt man einfach strukturierte Arbeitsweise. Du arbeitest mit jedem einzelnen Teampartner sensationell. Platz 20 für dich. Katrin Kimbichl, eine unglaubliche Entwicklung dieses Jahr. Also was man merkt, einfach auch eine neue Autobesitzerin wie viele andere, das haben wir gemerkt, weil da ist wirklich viel Freude sofort drüber gekommen. Natürlich auch bei den anderen, aber bei dir ganz besonders mit deinem Familien-Van. Also sensationell und deine Entwicklung ist hier auch wirklich zu bemerken, dass das natürlich ganz nach vorne geht. Isabel und Frank Niklas, hier ganz in der Gegend, zu Hause, unser deutsches Team, unsere deutschen Pioniere, die hier wirklich durchstarten, sensationell, Platz 18, riesengroßen Respekt, was ihr hier leistet. Tina Dobler mit Platz 17, also sensationell gemacht, also unglaublich, wirklich weiter so. Und aus Taiwan, also Taiwan, ist ein Land, das sehr unbekannt ist, aber da möchte auch wirklich an deine Upline und Sponsoren nehmen. Auch hier Manfred und Anke Nimrichter, die hier es geschafft haben, Fuß zu fassen, mit gemeinsam mit Chen Helen in Taiwan, hier ein stabiles Team aufzubauen. Sensationelle Leistung, riesen Respekt. Das erste Team, das hier aktiv in Taiwan arbeitet. Neue Executive Vice Präsident Sabine Hintersteiner, unser Goldsprinter, konstant, also die unglaublich, welchen Eigenverkauf du hast, aber jetzt hast du unglaubliche Duplikationen ins Team gebracht. Du führst jetzt ein Team, das mit Spaß nach außen geht. Ihr habt eine Einheit gebildet und darum auch die neue Qualifikation jetzt im Dezember. Herzlichen Glückwunsch. Verena Oehlinger, also sensationelle Leistung, deine Entwicklung hier, für mich einfach ganz inspirierend, dein Projekt, das du im Hintergrund gestartet hast, weil du den EVP erreicht hast, also sensationelle Leistung, riesengroßen Respekt, der Weg geht definitiv nach vorne. Auf Platz 13, Katrin Maringer, genauso wiederum eine Durchstarterin dieses Jahr, ihr habt es gesehen im Video, mehrere Ehrungen hat sie wirklich erleben dürfen und darum einen riesengroßen Respekt. Sensationelle Leistung, danke auch für den Einsatz, immer mit den Produktcalls etc., natürlich auch allen anderen.
Manuela Schwaninger auf Platz 12, sensationelle Leistung, riesengroßen Respekt, hier konstante Arbeitsweise, dauerhaft, hier wirklich in, arbeitest du mit deinem Team, mit deiner Familie gemeinsam, das ist das Schönste überhaupt, hier an euren Erfolg und drum einen riesengroßen Respekt. Und neu Sonja Brunner-Kieferböck mit Platz 11, sensationelle Leistung, unglaublichen Respekt, neu qualifiziert im EVP-Team, also riesengroßen Respekt auch im Dezember. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir damals hier beim EMM-Training gemeinsam hier in Speyer waren, was aus dir geworden ist, eine Führungskraft, sensationell, riesengroßen Respekt. Ja, und jetzt sind wir bereits auf der Platz 10 angelangt. Und auf der Platz 10 haben wir heute gedacht, die bekommen für mich nämlich wirklich, das sind die treue, die absolut tragenden Säulen, nämlich bei uns im Team. Und denen möchte ich einfach wirklich die Möglichkeit geben, dass sie kurz einfach ein, zwei Worte sagen können. Und darum möchte ich gleich als erstes nämlich die Platz 10 begrüßen. Schauen wir kurz, also ich muss sie raussuchen. Also Platz 10, Nummer Sabine Schneider, unglaublich, was du dieses Jahr nämlich geleistet hast. Sensationell, ich musste jetzt einfach wirklich suchen, weil du nur mit Vorname angemeldet bist. Also schau mal, ob ich sie finde. Ist das die Sabine? Schauen wir mal. Hallo. Sensationell, super. Ja, Sabine, wie war für dich das Jahr? Also herzlichen Glückwunsch zum Platz 10 der Führungskräfte diesen Jahres. Erzähl mal, wie war für dich dieses Jahr? Wie war die Umstellung? Erzähl mal kurz. Erstens einmal danke, Jürgen, dass ich da sprechen darf. Danke für diesen unglaublichen, ich bin total begeistert. Ich habe jetzt so die Gänsehaut gehabt bei diesem Rückblick. Es ist echt unglaublich und ich bin so dankbar, weil ich hätte mir niemals gedacht, dass wir in so einer Zeit, was wir jetzt in 2020 erlebt haben, ja, was da alles möglich ist und das ist absolut unglaublich. Also mit den Zoom-Calls, was wir da jetzt das ganze Jahr über gemacht haben, ich persönlich in meinem Team so viel Neugelegt kennengelernt. Und es ist absolut unglaublich, wie gesagt, was da passiert, was da möglich ist. Ich kann es fast gar nicht selber glauben, was da passiert ist. Ich habe unglaublich viele neue Menschen kennengelernt, selber in meinem Team so viele Leute zum Ehren gehabt, die was neue Positionen gehabt haben, unter anderem die Laura. Unglaublich, ja, da möchte ich auch mal Danke sagen an mein gesamtes Team, weil, wie gesagt, ohne so ein Team, ja, was hinter ansteht, ist das Ganze gar nicht möglich. Ja, diese ganzen Vertriebsstufen, was man da erreichen kann, ist einfach nur aus dem Grund möglich, weil man ein riesen geniales Team im Hintergrund hat. Und dafür möchte ich jetzt gleich mal die Chance nutzen, um Danke zu sagen für alle von meinem Team, die was mir vertraut haben, die was 2020 die Chance ergriffen haben, die was, wie gesagt, dabei gewesen sind. Die Laura, die jüngste von Österreich, ja, mit 18 Jahren, was in ihrem Leben erreicht hat, macht mich total stolz. Und die ganzen anderen Menschen, was dieses Jahr dazugekommen sind, es ist einfach unglaublich. Und danke an mein gesamtes Team. Danke, Jürgen, dass ich da jetzt sprechen habe dürfen. Ich bin so begeistert und ich freue mich auf alles, was da jetzt noch kommt. Ja, ich bin sprachlos fast. Danke an Jürgen und dich, was du da machst, du stehst hinter uns. Ohne die, wie gesagt, war das auch alles da nicht möglich, weil so ein so ein Sponsor wie die, ja, das ist einfach unglaublich, was du für uns machst, was du uns ermöglichst, ja. Du bist immer da für jeden Einzelnen und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, was das sagt, ja, für uns alle, was du da auf die Füße stößt. Danke, danke, dass wir da alle dabei sein dürfen und bin schon total gespannt, was da jetzt dann noch alles kommt. Danke dir für deine Worte, also riesengroßen Respekt nochmal. Dein Weg geht ja ganz nur gerade Richtung Präsidentsteam. Das weiß ja auch, dass das bald passieren wird und darum riesengroßen Respekt. Also danke natürlich nochmal für deine Worte. Jetzt gehen wir natürlich weiter an die nächste Stufe. Und die nächste Stufe ist den nächsten Platz. Platz Nummer 9, neu im Präsidentsteam, nämlich Philipp Steinberger. So Philipp, du müsstest schon laut sein. Kann man mich hören? Ja, super. Erzähl mal kurz. Also meinen riesengroßen Respekt. Also derzeit jüngstes Präsidentsteam in Österreich. Also da glaube ich, gibt es einen Sonderapplaus, weil es ist einfach eine Sensation. Und jetzt möchten wir mal kurz hören, wie war für dich das Jahr und was willst gerade du vielleicht auch den Neuen da, die das jetzt gerade mit sind, die jetzt gerade im Call drin sind, auch ein bisschen mitgeben? Ja, also ich habe einmal ganz, ganz klipp und klar Danke zum Sagen, danke an die Jürgen. Ohne die waren wir jetzt da alle nicht da. Danke an mein gesamtes, geniales, geiles Team.
einfach nur aus dem Grund, das, was ich einfach die letzten Monate, die letzten Wochen einfach durchgezogen habe und geleistet habe. Das ganze Power-Team Arme, das ganze Team Ivan, das ganze Team Kerstin und so weiter. Jeder Einzelne, das ist einfach so eine Bombenleistung, wenn ich habe selbst gar nicht geglaubt bis zum Schluss, dass das so funktionieren kann. Und ja, wie war das ganze Jahr? Es war einfach, es hat eigentlich angefangen, damit ich kurz vor dem Jahresschluss letztes Jahr eigentlich König gehabt habe. Dann war das Coole, gleich einmal auf Bali qualifiziert gehabt, dann waren wir in Urlaub, dann sind wir zurückgekommen, dann haben wir nicht gewusst, okay, wie soll man recht damit umgehen, mit der Situation, die was wir gerade gehabt haben. Aber wir haben sie dort zumindest zusammengeworfen und wir haben halt einfach nur gewusst, okay, egal was, wir müssen einfach Aktivitäten setzen, wir müssen einfach durchziehen, wir haben aber nicht gewusst, ob es funktioniert oder nicht. Das haben wir einfach durchgezogen, durchgesetzt und das war einfach genau das, glaube ich, was das ausgemacht hat. Und jeder hat einfach mitgezogen, jeder hat einfach nicht hinterfragt, jeder hat einfach an die Jürgen geglaubt, an uns alle geglaubt. Und genau das war, glaube ich, genau der springende Punkt, warum wir das Jahr dann so souverän abgezogen haben. Und jeder Einzelne sensationell, auch danke Jürgen für das geile Video gerade, weil das sind so Sachen, die sind einfach nicht selbstverständlich, ganz ehrlich. Und da können wir uns echt glücklich schätzen, dass wir die haben. Und ja, ich glaube, aber wenn man sich die Zahlen im nächsten Jahr schon wieder anschaut, wir wissen, glaube ich, alle, wo die Reise hingeht. Und danke an den Einzelnen und danke an die Jürgen. Sensationell, danke für deine Worte und nochmal riesengroßen Respekt also an das Präsidentsteam und das Neue, also eine sensationelle Leistung. Also bin richtig stolz auf dich, weil wenn man überlegt, deine Entwicklung, wie ich dich kennengelernt habe und jetzt ist einfach echt 101 und darum riesengroßen Respekt und freue mich natürlich dann schon auf die offizielle Ehrung. Natürlich auch an alle anderen am 23. bei unseren Business Akademie, wo es dann die offizielle Laudatio etc. gibt. Also da freue ich mich dann schon richtig drauf. Ja, jetzt gehen wir weiter am Platz Nummer 9. Also Platz Nummer 9 ist bis jetzt so auch wiederum hochkarätig neu qualifiziert und darum einen riesengroßen Respekt. Und da muss ich sie gleich laut schalten und dann schalten wir gleich weiter. Sie an die Cornelia Brunner. So, Conny, du müsstest schon laut sein. Hallo, ja, kann man mich hören? Ja. Ja. Ja, ich bin extrem nervös und habe aber keine Ahnung, wie es tut. Mir hat das Video vorher so geflasht. Also ich bin nur immer so, ja, es ist nicht in Worte zu fassen, was das Jahr einfach passiert ist. Und es ist einfach so unbeschreiblich und ich habe es nur immer nicht realisiert. Und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, bis dass ich das alles realisiere. Ganz großer Dank geht an... Also bei meinem Team und die Katrin. Die Katrin war von Anfang an immer meine rechte Hand. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Und für das will man mich bedanken, weil das eigentlich mein Fels war, wenn irgendwas brennt. Und deshalb Dankeschön, sie sitzt nämlich gerade vor mir. Generell das ganze Team. Ich habe mir immer so ein Team gewünscht. Das war mein Ziel, einfach ein Team zu haben mit so einem großen Herz. Ein Team zu haben, was zusammenhält, was sich gegenseitig respektiert, was sie gegenseitig liebt und es ist jeden Tag aufs Neue einfach so schön, wenn ich sehe, was wir da für ein Team-Spirit haben, jeder Einzelne im Team, ich bin einfach so unglaublich stolz, weil ohne jede einzelne wichtige Person war ich nicht da, wo ich bin und das ist mir ganz, ganz bewusst und es sind einfach alles so wertvolle Menschen und ich bin so unglaublich dankbar, dass sie mir auch das Vertrauen geschenkt haben oder der Katrin oder der Sonja ist auch extrem stark gewachsen, das St. Pöltener Team auch. Herr 2020, also ist auch ein Riesenteam in St. Pötten entstanden, ein Riesenteam von der Katrin in Oberösterreich, Vorarlberg, überall entstanden. Die Theresa hat in Wiener Neustadt so richtig aufgeräumt und bin einfach so unglaublich stolz und ich will auch dir, Jürgen, danke sagen für dein offenes Ohr, wenn ich immer wieder trotz meines Erfolges meine Selbstzweifel mich eingeholt haben und ich einfach nicht kennen habe und einfach nur gebärt habe und einfach nur keine Ahnung, alles in Frage gestellt habe und du immer so cool gesagt hast, jetzt sei nicht schon wieder so hysterisch und komm ein wenig runter, einfach mal so angestellt, was ich dann in diesem Zeitpunkt einfach gebraucht habe. Also auch Dankeschön an dich, ohne die war das alles nicht möglich. Und ich glaube, ich brauche da noch ein Radl, bis dass ich wirklich realisiere, was da passiert ist in den letzten Jahren, weil es einfach unvorstellbar ist. Weil gestern ist der nächste große Schritt, also mein nächstes großes Ziel eigentlich näher gerutscht. Ich habe gestern offiziell gekündigt. Also für mich ist jetzt PM Freiheit, für mich ist die komplette Selbstständigkeit und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich die Entscheidung vor 2 Jahren getroffen habe. Und ja, ich bin einfach so geflasht und ich bin schon so gespannt, was da heute noch alles so passiert. Dankeschön.
Unglaublich. Danke für deine Worte. Also, ja, da war einfach alles drin. Ja, da kann man einfach nichts mehr ergänzen. Also darum herzlichen Glückwunsch auch zur Kündigung. Also bei uns sagt man das so bei PM, herzlichen Glückwunsch zur Kündigung, weil das bedeutet einfach jetzt wirklich PM, hauptberuflich PM, einfach als Freiheit zu sehen. Ja, jetzt gehen wir gleich weiter zur nächsten Dame. Also sie ist auch unglaublich gewachsen dieses Jahr. Sie hat einiges wirklich auch an Entwicklung nämlich machen dürfen und das wird sie auch selber erzählen. Und darum als nächstes auf Platz 7, Sabine Almeida-Enzenhofer. So, Sabine, müsstest du schon laut sein. Ja, hallo? Ja, hallo, hören wir dich schon. Ja. Okay, ja, cool, wir sind so, aber Platz nicht. 7. Was da? Was? Was denn? Okay, gratuliere zum Platz 7, also sensationelle Leistung. Magst du mal kurz erzählen, wie für dich das Jahr so war, was sich bei dir so verändert hat und ja, was sie alles, was du vielleicht einfach so an dein Team vielleicht auch so merkst. Ja, also natürlich muss ich mich da echt wie allen anderen einmal anschließen. Also erstens einmal vielen herzlichen Dank für diesen Mega-Call heute, also lieber Jürgen. Und ja, ich meine, ich bin vor 4 Jahren gestartet, also das wird jetzt seit Ende Jänner, haben wir da wieder Jahrestag. Und da möchte ich wirklich ein riesen herzliches Dank an mein Team aussprechen, weil es sind jetzt in den letzten Jahren einfach schon so viele große Führungskräfte entstanden, ja, wo was einfach ein Wahnsinn ist. Und die aber wirklich teilweise von der ersten Stunde weg und die, was mich jetzt schon seit 4 Jahren begleiten in dem ganzen Geschäft. Und ja, und das macht mir halt einfach wirklich immens stolz auf jeden Einzelnen. Ich weiß, dass so viele Ziele, Träume, Wünsche erreicht worden sind, ob es gesundheitlich, ob es ja, finanziell ist, ob es Freiheitsthemen sind. Und das ist einfach richtig, das macht einfach richtig stolz und das ist auch genau das, warum, dass ich das Ganze, ja, so mache und auch der ganze Fleiß, jedes einzelne Teampartners, jeden einzelnen, die Begeisterung auch jedes einzelnen Kundens, ist, ja, ein Lob oder der Lohn, eigentlich der größte Lohn, was du haben kannst. Und da möchte ich einfach richtig Danke sagen. Ja, letztes Jahr war sehr herausfordernd. Ja, hallo, das wissen wir alle. Ja, wir haben das alle durchlebt. Aber da sieht man einfach wirklich wieder, wie schnell, dass man die Chance nutzen kann und wie schnell da Ideen und Lösungen gefunden werden. Und wir sagen immer wieder im gesamten Team, also es war ein Wahnsinn, es war so eine Chance oder es ist nach wie vor so eine Chance, weil wir haben Leute im Team, die kenne ich bis dato nur über Zoom-Calls, ja, und aber es ist so, wie wenn das schon die besten Freunde waren, ja, du redest über Gott und die Welt und das ist halt einfach richtig cool und da haben wir halt einfach jetzt wirklich eine Chance, wo ich sage, ja, es ist komplett egal, wo die Leute sind, ja, es kann, wenn du jetzt als Mama bist, ja, du kannst bei den Kindern daheim bleiben oder so wie es auch wir machen es gemeinsam, mit meinem Partner gemeinsam. Das heißt, wir können auch wirklich da gemeinsam für das Team da sein. Wir müssen uns nicht aufteilen, der eine bleibt bei den Kindern, der andere kann auf die Veranstaltung fahren. Und das hat uns einfach so einen extremen Zusammenhalt auch im Team gegeben, was ich absolut grenzgenial finde. Ja, da war jetzt wirklich alles drin. Wow, also sehr emotional. Danke für deine Worte. Also, danke, Jürgen. Ja, es ist einfach unglaublich, was einfach dieses Jahr passiert ist. Und darum gehen wir gleich direkt weiter, nämlich mit unserer nächsten Dame. Sie ist neu ins Präsidentsteam auch eingezogen. Und da kann man nicht viel sagen, außer herzlichen Glückwunsch. Marianne Schmidtle ist für neu ins Präsidentsteam qualifiziert. Es ist unglaublich, also da möchte man ein riesengroßes Dankeschön auch an alle. Also mit ihr verbindet es immer auch, natürlich auch mit Katrin und Co., aber an alle Admins der Stoffwechselaktivierung bei uns in der Gruppe nämlich auch sprechen, was ihr den ganzen Tag da wirklich arbeitet. Und ich glaube, das könnt ihr einmal jetzt mal kurz in den Chat hineinschreiben. Sie arbeiten da wirklich tagtäglich nämlich da am Handy und darum einen riesengroßen Respekt auch von mir und danke für deine Arbeit. Und darum, Marianne, wie war für dich das letzte Jahr? Danke. Also ich kann es jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Also es ist immer noch nicht irgendwie so angekommen, dass ich jetzt da echt aufgestiegen bin.
Und da möchte ich erst einmal dir voll danken, weil wenn du mich vor 3,5 Jahren nicht aufgefangen hättest, dann war ich wahrscheinlich gar nicht mehr dabei, Jürgen. Danke, danke, danke. Also Wahnsinn, mein Sportl, ohne die ging da gar nichts. Dann das nächste möchte ich auch voll danken meinem Mann, weil wenn der mir im Hintergrund mit den Kindern nicht so helfen darf, dann war das auch überhaupt nicht möglich. Und natürlich am allermeisten möchte ich meinem ganzen Team danken, weil mir hat es nämlich jetzt gerade die letzten Monate auch so ein bisschen einen Teppich weggerissen mit dem Corona-Homeschooling, bla bla bla. Und mein Team hat mich trotzdem über Wasser gehalten. Im Gegenteil, es ist sogar in Tee gegangen und es ist so sensationell. Die tun und haben ein Durchhaltevermögen und sie tun einfach. Und das ist so genial. Ich bin so stolz auf mein Team und es lässt sich keiner unterbringen. Und dafür möchte ich einfach tausendmal Danke sagen. Ihr bin nicht der große Redner, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Danke, danke, danke. Ja, also es ist unglaublich, das Jahr, wenn man das bei dir beobachtet. Auch es gibt da einfach da nicht viel zu sagen, aber du hast wirklich verdient, Präsidentsteam. Ich weiß, wie hart das ihr als Team, nämlich die letzten Tage, nämlich nur gearbeitet habt, so wie andere Teams natürlich auch. Aber da möchte ich euch nochmal einen riesengroßen Respekt aussprechen und danke auch für alles in der Stoffwechselaktivierung, weil ich weiß, wie viel das hier nämlich da drin arbeitet. Das ist unglaublich, also darum einen riesengroßen Respekt. Ihr seht es in den Kommentaren, also die Leute sind alle sehr happy. Danke dir, Marianne. So, jetzt gehen wir weiter, nämlich an den nächsten, am Platz 5. Platz 5 der konstantesten wachsenden und konstantesten Teampartner. Sonja und Ewald Hubmann. Also so, ihr müsst jetzt schon laut sein. So, Sonja und Ewald, wie war euer letztes Jahr? Was hat sich bei euch so getan und wie habt ihr so das Jahr für euch empfunden? Ja, servus, grüß dich. Hört ihr uns? Ich hoffe doch. Ja, ja. Super, ja. Ja, mal vorab müssen wir, glaube ich, so wie alle anderen auch Danke sagen. Einmal Danke an dich, an Michael und Doris, also wir sind jetzt komplett geflasht, was ihr da jetzt da auf die Beine gestellt habt, mit der Ehrung, wirklich top. Ja, das vergangene Jahr, muss ich sagen, herausfordernd, trotzdem, ja, einfach ein Traum. Ich muss mich bei unserem ganzen Team bedanken. Das war einfach top, was ein Zusammenhalt und ein Teamgeist, was wir da drinnen haben, sonst schafft man das natürlich nicht. Und da wirklich einmal Danke an das ganze Team von uns. Ja, Herausforderung war es bei uns eigentlich deswegen, wir sind ja eine Generation, wo es jetzt nicht wirklich mit Social Media aufgewachsen ist, sage ich jetzt einmal. Und dann kommt auf einmal der Lockdown und man kann nicht mehr zusammensitzen und mit den Leuten reden. Das war wirklich herausfordernd. Aber genau zu der Zeit haben wir viel Jugend in unser Team gebracht. Und wir haben relativ schnell gelernt, muss ich sagen, haben wir das umgesetzt und es ist dann explodiert. Also das muss ich ganz wirklich über Social Media, dass das so funktionieren könnte, hätten wir uns vorher nicht gedacht. Es funktioniert, das haben wir jetzt gesehen. Also wir haben uns für die World Tour qualifiziert gehabt, für die Europa-Tour, aus dem Ganzen ist leider nichts geworden. Aber ja, wir haben unseren Umsatz trotzdem verdoppelt, also ein mega Jahr. Und wir können nur Danke sagen zu unserem Team. Super, dass du da seid. Und wenn wir so weitermachen, glaube ich, wird da noch viel passieren. Ja, einfach nur Danke, danke ans gesamte Team. Bei mir haben wir ja in Deutschland eben auch welche in der Schweiz. Wir sind ja schon ein bisschen ausgeschweift. Und es war einfach top, das Jahr, muss ich sagen. Und für mich, sage ich jetzt ganz ehrlich, das muss ich sagen, war das Schönste, dass unser Kind mit ins Boot aufgesprungen ist. Und da möchte ich dir danken, weil durch den Lockdown hat sie gesehen, dass das wirklich funktioniert und ich kann einfach nur Danke sagen zu allen. Danke, danke, danke. Das Wort des Herzens ist das, glaube ich, was am öftesten fällt. Also da kann man immer viel erwähnen und darum gehen wir gleich weiter zu zwei Personen und da freut mich nämlich wirklich, ich muss schnell suchen, ich weiß jetzt nicht, wie es drinnen sind. Ich glaube, Mann, schauen wir mal. Okay. Ah, da hat es, okay. So, jetzt habe ich es gefunden. So, und Platz 4 der erfolgreichsten Führungskräfte bei uns im Team geht nämlich an Anke Manfred Nimmrichter,
Und ich muss echt sagen, also euer Jahr war nämlich mit ganz vielen Tiefen auch zusätzlich zu der Zeit nämlich verbunden und trotzdem auf Platz 4, also einen riesengroßen Respekt an eure Leistung. Und darum, wie habt ihr das letzte Jahr empfunden, wie war es für euch? Ja, erzählt einfach kurz. Ja, danke mal vorweg an die Firma BM. Ohne die Firma BM würden wir jetzt da nicht den tollen Zoom-Call sehen. Danke an Jürgen. Und der größte Dank gilt natürlich unserem gesamten Team. Ihr seid absolute Spitze. Ohne euch hätten wir mit Sicherheit das nicht erreicht, was wir erreichen haben können das Jahr. Wir haben ja intern privat einige Probleme gehabt mit Gesundheit. Von daher meine Mutter und mein Vater. Wir haben das ja mit dem Corona trotzdem relativ gut über die Bühne gebracht. Wie gesagt, das Mama, geht's wieder gut mit ja. BM-Produkten natürlich. Das Team hat uns auch auf den Rücken gestärkt und wir stehen da, wo wir jetzt stehen. Viel mehr möchte man eigentlich gar nicht sagen. Danke an alle und einen schönen Abend noch. An alle Neuen und ja, wir haben euch lieb. Danke, echt zwar. So, dann gehen wir auf Platz 3 weiter. Platz 3 nehme ich an, eine Führungskraft, die für jeden immer so ein offenes Ohr hat und darum einen riesengroßen Respekt. Auch an Platz 3 für Petra Blank. So, Petzi, du müsstest schon laut sein. Ja, hallo, hört mich jetzt alle? Ja. Super. Also, ich muss sagen, das Video, das hat mich jetzt komplett aus der Bahn gehauen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir ist jetzt erst bewusst worden, wo ich diese ganzen Ehrungen gesehen habe und das, was da jetzt passiert ist, von Jänner bis September, das ist ja unglaublich und ich kann selber nicht glauben, was da möglich ist und was da wirklich passiert ist und ich bin so unendlich stolz, dass ich in dem Team sehen darf, bei dir, Jürgen, weil ohne die waren wir heute alle nicht da und wenn ich zurückdenke, wie du angefangen hast, ich kenne dich ja schon seit du 19 bist, glaube ich, diese Entwicklung, ein Wahnsinn und du bist so ein toller Leader, also was du da auf die Füße gestellt hast, ich kann nur Danke sagen an dich. Und das vergangene Jahr war halt einfach, ja, es war sehr schwierig, weil ich bin auch jetzt nicht der Typ, der sich da technisch voll auskennt und mit Social Media da der Meister ist. Also das war eine sehr große Herausforderung und wir haben alle miteinander sehr, sehr, sehr viel lernen dürfen. Aber durch die ganzen Tools, was ihr da entwickelt habt und was wir da dann eingebaut haben, ja, hat das alles wirklich voll toll hingehauen. Und jetzt sehen wir, dass es ohne live auch geht. Also man kann es alles über Social Media und über Zoom machen, das ist voll super und ich bin so dankbar für mein ganzes Team, weil sowas, so eine Stufe, bringt man nicht allein nicht zusammen, da gehört ein ganzes Team dazu und da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei jedem Einzelnen, besonders bei der Marianne Schmidt-Lechner mit ihrem Team, die ja den Präsidenten gemacht hat jetzt im Dezember, herzlichen Glückwunsch noch einmal. Also ihr seid wirklich ein Wahnsinn und die Sonja Langthaler hat den IMM gemacht und es sind ganz viele kleinere Stufen noch und es ist einfach ein Wahnsinn, was da möglich ist. Wir schenken so viel Lebensqualität, wir können Leben verändern und wenn man das einmal gecheckt hat, was da möglich ist, dann ist man eh nicht mehr zum Aufhören. Also danke an alle für das Jahr gerend ist, die was da mitgewirkt haben, voll super. Da gibt es nichts mehr zu ergänzen. Also herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Also bei dir geht ja der Weg ganz klar. Wirklich, ich weiß, du bist das nie her. Aber Richtung nächste Stufe, das weiß ich, dass das bald fallen wird. Und darum riesengroßen Respekt und ja, weiter so. Jetzt gehen wir zu Platz 2. Einen derjenigen, der dieses Jahr, und da möchte ich wirklich herzlichen Dank sagen, auch im Hintergrund sehr viel gemacht hat. Und ich bin da wirklich, also mit ihm habe ich mich oft unterhalten und er hat mir oft eigentlich so Themen gesagt, hey, mach das ein bisschen so, mach das ein bisschen so. Und da möchte ich herzlichen Dank sagen und darum Platz 2 an Michael Simbürger. So Michael, du bist ja schon laut. Ja, herrlich. Dankeschön. Hört man mich? Ja. Ja, sehr cool. Ja, im Prinzip vielen Dank, Jürgen, einfach auch für die Chance, die du auch mir gegeben hast natürlich, weil so beginnt immer alles. Und ich sage, ab einer gewissen Stufe oder einem gewissen Umsatz ist es einfach eine Summe der vielen Kunden, der vielen Teampartner. Und ich möchte jetzt keinen speziellen hervorheben, sondern einfach mich bei jedem Einzelnen bedanken dafür, einfach, ja, dass sie teilweise uns als Führungsteam von unserem Team jetzt einfach das Vertrauen auch schenken, ja, und uns mit dem gemeinsamen Weg gehen. Und ja, ich glaube, es geht einfach das riesengroße Dankeschön einfach an
an die Kunden und den Partner, weil im Prinzip, ja, es sind jetzt hier 25 Leute drauf, aber prinzipiell ist das immer die Summe von vielen. Ne? Und das sind ja einige Leute aus unserem Team auch, ja. Was mir besonders freut, ja. Aber jeder lebt wieder von diesen Kunden und von diesen Teampartnern und darum finde ich das einfach so genial, dieses Geschäft. Ja? Weil je mehr Menschen man hilft, je mehr Menschen man weiterentwickelt, auch für das Geschäft und so weiter, umso besser funktioniert das Ganze. Das ist immer das Ergebnis einfach. Ja, die werden wir dann kurz nachher nochmal kurz hören und darum gehe ich jetzt auch gleich weiter, nämlich zum wohlverdienten ersten Platz und wer kann es besser sein als ich bin nämlich richtig stolz, weil sie war die erste Teamwartnerin, die mir wirklich das Vertrauen geschenkt hat, mit mir, mit uns gemeinsam halt so den Weg gegangen ist und darum wohlverdienter erster Platz an Silberpräsidentsteam, nämlich an die Doris Riegler. So Doris, du müsstest schon laut sein. Ja, ja, hallo von meiner Seite, also mein Herz pulsiert, also ich bin total nervös und ich bin total geflasht. Und wie die Petra schon gesagt hat, wenn man das Jahr so nochmal vor Augen hat, ist das echt gigantisch. Denn so viel zu Hause wie dieses Jahr war ich glaube überhaupt noch nie, aber so viel Mehrwert an Menschen und Lebensqualität, was wir im Team gespürt haben und dieser Zusammenhalt im Team war einfach unglaublich. Und ja, ein ganz großes Danke natürlich an dich, Jürgen, weil du hast immer wieder Ideen oder wir haben Ideen und wir setzen die dann wieder gemeinsam um. Und du bist einfach so ein toller Leader, der was einfach immer Vollgas gibt und uns einfach immer wieder den Weg zeigt und so total motiviert ist. Und ja, ohne die war ich heute da nicht, wo ich jetzt sitze. Und ohne die hätte ich das schlimmste Jahr wahrscheinlich heuer in meinem Leben, weil ich wahrscheinlich einen Konkurs anmelden hätte dürfen, wenn ich noch immer Friseur geschöpft hätte. Und das ist mir jeden Tag bewusst worden und darum, wenn du heute da neu bist, dann kannst du echt jetzt gratulieren, dass du heute da bist, weil du hast definitiv, und jetzt kenne ich schon 7 Jahre das PM-Unternehmen und du sitzt definitiv im besten Team von ganz PM, also das unterschreibe ich mit meinem Leben. Ich habe schon so viel gesehen, aber so viel Ehrlichkeit, so viel Herzblut und so viel Teamspirit und ehrlichen Zusammenhalt, wie wir da im Team haben, das gibt es in keiner anderen Struktur, das unterschreibe ich. Und so viele Möglichkeiten und Tools, was wir weitergeben und entwickeln, damit jeder es noch einfacher hat, das gibt es auch in keinem Team. Und darum nutzt die Chance und gratuliere dir, dass du da heute da bist und du hast zwar jetzt ganz, ganz viele Ehrungen gehört und denkst, vielleicht war da jetzt schon irgendwie so alles abgedeckt. Nein, wir sind gerade mal am Anfang, wir sind gerade mal am Start und es ist nur unmöglich, unzähliges möglich, unendlich viel Potenzial und ja, ich kann einfach nur Danke sagen und ich kann jetzt schon sagen, freut euch auf das, was jetzt noch kommt. Ja, jetzt haben wir wirklich viel gehört. Also die Doris werden wir dann auch nochmal ganz kurz hören. Ihr habt jetzt einmal so die Top 25 unseres Teams gesehen. Und euch gehört nämlich wirklich der Respekt, weil ihr seid diejenigen, die konstant wirklich daran arbeiten, konstant wirklich daran mitwirken, was wir da immer so im Kopf so haben. Und darum ist auch dieser Umsatz hier entstanden. Also wenn man sich diese Zahl anschaut, 2020 haben wir einen monatlichen Umsatz erreicht von 1,1 Millionen Punkten. Das müsst ihr mal überlegen, das sind knapp 1,1 Millionen Euro. Das ist eine Zahl, die ist unglaublich. Und darum bin ich so extrem stolz auf jeden Einzelnen, weil das bedeutet extrem viele zufriedene Kunden, extrem viele zufriedene Teampartner, extrem viele Nebeneinkommen. Überlegt, wie viele Menschen hier jetzt gerade ein Nebeneinkommen haben, wie viele Menschen hier ein Haupteinkommen haben bei uns. Und das ist sowas von gigantisch. Also da bin ich so richtig stolz drauf. Und warum wir diesen Call heute machen, jetzt möchte ich euch was vorstellen. Was möchte ich euch vorstellen, was wird 2021 passieren? 2021 wird definitiv, und ihr könnt euch noch erinnern, vielleicht, der ein oder andere kann sich noch erinnern, wie damals so die Corona-Krise ausgebrochen ist, bin ich damals auf dem Tisch gestanden und habe gesagt, das wird unsere Chance dieses Jahres. Damals haben mich viele Führungskräfte absolut ausgelacht. Damals haben mich viele Führungskräfte belächelt, wie ich damals gesagt habe, gerade wie der erste Lockdown war, bei dem ersten Zoom-Call,
haben alle gesagt, ja, jetzt spinnt er, der Jürgen. Aber schaut euch diese Zahlen an, schaut euch das letzte Jahr an, was wir erreicht haben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird nichts dagegen, was wir 2021 vorbringen werden. Wir werden 2021 das Ganze nochmal toppen. Mein Ziel ist es definitiv, und das möchte ich jetzt ganz offen aussprechen, ich möchte bis Ende des Jahres mit dem gesamten Team einen Jahresumsatz, also einen monatlichen Umsatz von 2,5 Millionen Punkten hinkriegen. Das Ganze mehr als verdoppeln. Das ist mein Ziel mit euch gemeinsam und da muss es ein Tool geben. Da muss es definitiv etwas geben an der Seite, wie das Ganze funktioniert. Und da möchte ich jetzt als erstes nämlich die Entstehung unseres Projektes, unserer Chance nämlich wiedergeben. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz nämlich unser Michael Simbürger aufrufen. So, Michael, wie ist dieses Projekt, das wir jetzt so ins Leben gerufen haben, wie ist das wirklich entstanden? Magst du da mal kurz was erzählen, was für dich immer so extrem wichtig ist? Die Geschichte ist, also grundsätzlich kann ich sagen, dieses Jahr war jetzt nur Anlauf holen. Okay? Oder das vergangene Jahr war jetzt Anlauf holen für das, was dieses Jahr passiert. Ja? Und die Geschichte ist einfach, im Frühjahr hatten wir alle viel Zeit zusammenzusitzen und viel zu telefonieren und viel zu zoomen. Und ich habe versucht, weil ich einfach 20 Jahre, mein Job war ja, Abläufe zu automatisieren, Abläufe besser zu gestalten, Abläufe billiger zu machen, um einfach produktiver arbeiten zu können. Ja. Und das Geheimnis im Network ist ja diese ominöse Duplikation. Aber was heißt Duplikation? Duplikation ist nichts anderes, dass ich die Arbeitsweise, die sehr erfolgreich ist, einem jeden Networker, der als Teampartner starten will, bei uns zur Verfügung stelle. Und wer hat die beste Arbeitsweise oder die erfolgreichste Arbeitsweise? Das ist einfach der Jürgen Bruckner und die Doris Rieger, die seit 7 Jahren einfach beweisen, wie das ganze Geschäft funktioniert. Und die Herausforderung ist dann immer, wie gibt man das Ganze weiter? Ja? Und das hat, man braucht immer ein System, sage ich immer. Ich bin so ein Systemerfechter, wo es einfach die Leute ein bisschen an die Hand nimmt, wo nicht jeder das Rad neu erfinden muss, ja. Und zu diesem Zwecke sind jetzt die letzten Monate sehr viele Dinge ausprobiert worden, an verschiedenen Dingen. Die erfolgreichen Dinge haben wir einfach in ein System gebracht. Und die Dinge, die nicht so funktionieren, ja, die brauchen wir auch nicht zu wiederholen. Ja. Und da haben wir jetzt im Herbst dann sehr, sehr viel Zeit und ja, einfach auch sehr viel Hirnschmalz auf gut Deutsch reingesteckt. Doris Rieger, der Jürgen Bruckner und ich. Und haben da jetzt einfach was vorbereitet. Und das wird, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwo einen Weg, ihr seid jetzt in einer fremden Stadt und ihr sucht ein Restaurant, was macht ihr? Ihr schaut irgendwo nach, auf einem Handy zum Beispiel, wo kann man hier gut essen? Da gibt es dann Bewertungen und so weiter. Das heißt, ihr habt sofort die Information. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im Network, ihr seid hier frisch oder auch schon länger dabei und ihr habt eine Frage. Egal welche, zum Treffend Network. Und ihr habt es jetzt auf einmal in der Hosentasche. Soll ja ein bisschen Überraschung bleiben. Aber das war einfach die Geschichte, wie das Ganze entstanden ist und was wir die letzten Monate gemacht haben. Und so, wir haben ja auch dazwischen eine Dame, die das Ganze, was ich nicht verstanden habe, nämlich ausgedeutscht hat für mich, nämlich, und das ist nämlich die Doris und mir. Wir haben gemeinsam wirklich extrem viel Zeit zu dritt jetzt in der letzten Zeit verbracht, damit dieses Projekt entstanden ist. Und was möchtest du jetzt vielleicht gerade deinen Neuen mitgeben, was so 2021 passieren wird? Ja, also wir haben wirklich sehr, sehr viel Zeit gemeinsam verbracht und dafür will ich auch dem Michael sehr, sehr danken, weil der Jürgen und ich hätten das niemals hingekriegt, wenn wir die nicht hätten. Weil du als Strategin bist, das, was wir zwar die letzten Jahre nicht geschafft haben, dass wir es irgendwie festhalten. Da bin ich total froh, dass wir die haben. Wir haben wirklich viel Zeit investiert. Wir haben uns eine Lösung überlegt, wie die Kommunikation einfach viel schneller funktioniert, wie jeder Einzelne bis zum kleinsten Teampartner, egal wo er sitzt auf dieser Welt, die Information einfach so schnellst wie möglich erhält und alle Tools mit an die Hand bekommt, um hier einfach erfolgreich zu sein. Darum ist es jetzt absolut der richtigste Zeitpunkt, dass du jetzt hier herinnen bist, weil das ist eine Chance, die gibt es in der ganzen Network-Branche noch nicht.
Und diese Chance, die dir da jetzt zur Verfügung gestellt wird, ist so einzigartig. Und diese Chance haben nur wir als Team Bruckner. Und das finde ich für mich jetzt so Gänsehaut-Feeling, weil da einfach so viel Engagement, so viel Potenzial und dieses ganze Wissen zusammengetragen wurde. Und am Ende des Tages brauchst du es nur anwenden, dass deine Hosentasche schauen, dass die immer gefüllt ist und dass es immer dabei ist. Und ich glaube, es geht einfach dann nicht mehr einfacher. Wenn wir das damals gehabt hätten, waren wir heute schon die King Dingerlings. Darum kannst du dich wirklich jetzt schon darauf freuen. Und ich darf es ja noch nicht verraten. Und darum muss ich jetzt auch hier reden. Und seid einfach gespannt. Ja, also das Thema war einfach das. Für mich war einfach immer sowas, war ein Traum, dass wir eine einheitliche Duplikation ins Team kriegen und das werden wir definitiv schaffen. Weil wenn sie euch überlegt, das Ziel 2,5 Millionen Umsatz zu erreichen im Monat ist wirklich hoch. Also das ist jetzt kein kleines Ziel, aber wir werden es und das verspreche ich euch definitiv hinkriegen. Ihr werdet es jetzt noch nicht glauben, aber und da bin ich jetzt wieder so, wie es damals vor der Corona-Zeit war, ihr werdet es definitiv sehen nächstes Jahr, also dieses Jahr, wir haben ja schon hier da, dieses Jahr in Ende dieses Jahres werden wir diese Marke nämlich knacken und ihr glaubt es noch nicht, aber ich kann euch das versprechen, es wird passieren. Und wie das Ganze passiert, da haben wir eine einzigartige Möglichkeit. Und da will ich noch nicht zu viel erzählen, weil mit dieser Möglichkeit, mit diesem Video, das ich euch jetzt zeige, werde ich nämlich diesen Call auch dann wirklich schon beenden. Ihr wisst dann über dieses Video ganz genau, was jetzt zu tun ist. Also darum seid einfach gespannt. Vorab noch, weil sehr viele gefragt haben. Dieses Throwback-Video, wie bekomme ich dieses Throwback-Video, wie kann ich das haben? Das wird exklusiv nur an die Top 25 der erfolgreichsten Teampartner des Jahres nämlich ausgegeben. Das ist nämlich ganz wichtig, das will ich auch so. Ich will dieses Video nicht unbedingt in Social Media, Facebook oder etc. füllen. Ich will einfach, dass ihr dieses Video gerne euren Vertriebspartnern jetzt bis Ende Jänner noch zeigt, dass ihnen zeigt, was wir jetzt im 2020 geschafft haben. Aber jetzt geht's nach vorne, jetzt werden wir nach vorne schauen und jetzt starten wir wirklich los, nämlich ab jetzt mit einer absoluten einzigartigen Möglichkeit. Und darum zeige ich einfach nicht mehr viel her. Ich möchte jetzt nach diesem Video einfach nur mal, also bevor ich dieses Video herzeige, herzlichen Dank sagen, weil es gibt heute nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir jetzt wirklich in die Aktivität kommen und das werdet ihr auch sehen, warum. Ich möchte mich einfach wirklich bei allen Führungskräften nochmal bedanken, bei allen Menschen da draußen, die jetzt gerade dazuschauen, 330 Leute, das ist einfach eine Sensation. Wir werden das jetzt alles toppen und darum kann ich dir gratulieren, wenn du neu bist, dass du hier drinnen bist. Ich sage herzlichen Dank an alle, weil es sind so viele Geschenke passiert dieses Jahr, aber mein größtes Geschenk möchte ich trotzdem sagen, ist nämlich meine kleine Mia und da muss ich nämlich meiner Freundin, der Lisa, danke schauen, weil sie sitzt nämlich jetzt auch gerade da und schaut nämlich zu. Da bin ich richtig, richtig stolz und darum freue ich mich einfach da schon, wenn ich jetzt dann nach Hause fahre, weil das ist nämlich echt unglaublich, wie wenn man mal einen Tag nicht zu Hause ist, wie das kleine, die kleine Mia dann schon abgeht. Das wollte ich nur mal sagen. Aber jetzt gehen wir gleich wirklich los. Also jetzt will ich nicht zu viel, jetzt habe ich schon ein bisschen angespannt. Gell? Jetzt merkt man schon, okay, was passiert jetzt. Und darum, nach diesem Video wird dieser Call beendet. Dann ist eure Aufgabe nichts anderes, außer den Hörer in die Hand zu rufen, in die Hand zu nehmen. Ihr wisst auch warum. Und darum starten wir jetzt gleich direkt mit dem Video durch. Absolut. So, schauen wir, das geht und dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und los geht's. Als wir vor wenigen Jahren dieses großartige Geschäft starteten, glaubten die wenigsten an uns. Doch wir hatten Träume und Ziele, für die wir hart gearbeitet haben und sind dafür den harten Weg gegangen. Als Team haben wir bereits Großartiges erreicht und wir werden gemeinsam bis an die Spitze gehen. Mit dem harten Weg ist ab sofort Schluss. Ab sofort ist es uns möglich, mit weniger Zeitaufwand noch bessere Resultate zu erzielen. Genau dafür haben wir für euch eine großartige und einzigartige Lösung erschaffen. Die ersten 20 Menschen, die im Jänner die meisten Kunden und Partner registrieren, qualifizieren sich dafür, diese einzigartige Möglichkeit als eine der ersten Menschen zu nutzen.
Dieses großartige Tool wird uns im Jahr 2021 dabei helfen, unseren Teamumsatz bis Dezember auf 2,5 Millionen Euro zu erhöhen. Starte jetzt und qualifiziere dich. Oh, free your mind.